hallo liebe HC-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von HCE-TV. Es geht endlich wieder los. Wir befinden uns in der Woche vor dem ersten Heimspiel und auch vor dem ersten Saisonspiel allgemein. Wie immer bin ich nicht alleine hier, sondern habe mir heute traditionell vor dem ersten Spiel unseren Kapitän Michael Haas geschnappt. Micha, erste Frage. Die Saisonvorbereitung ist jetzt vorbei. Wie geht's euch denn? Ja, wir sind in erster Linie erstmal froh, dass es vorbei ist mit der Vorbereitung, weil wir einfach heiß drauf sind, dass es wieder losgeht. Diese Trainiererei und Testspielerei ist zwar schön und gut und ist auch notwendig, aber es wird einfach Zeit, dass es wieder losgeht. Wir haben jetzt ja Gelegenheit, die ersten Spiele schon im Fernsehen zu gucken. Und dann merkt man einfach, Pflichtspiele, Bundesligaspiele ist einfach ein anderes Feeling. Seid ihr denn alle gesund, bis auf Andreas Schröder? Ja, wir sind soweit fit. Klar, der Andi braucht noch ein bisschen. Aber ansonsten, glaube ich, sind wir alle fit und heiß und freuen uns, dass es losgeht. Ihr seid jetzt in der Trainingswoche vor dem ersten Spiel am Sonntag. Geht man da mit einem anderen Gefühl ins Training wie jetzt die Wochen davor? Merkt man irgendwie, es wird wieder ernst? Ist man da vielleicht auch ein bisschen motivierter? Auf jeden Fall. Es ist schon so, man merkt einfach, dass der Gesamtreiz größer wird, dass die Stimmung wird ein bisschen positiv angespannter. Wir freuen uns, dass es wieder losgeht und man versucht natürlich jetzt langsam so in den Wettkampfmodus zu kommen. Und ich glaube, so wie ich das sehe im Training, merkt man das auch. Du hast es eben schon angesprochen, ihr habt die ersten Ligaspiele schon verfolgt über Sky, habt wahrscheinlich auch ein genaues Auge auf euren Gegner Gummersbach geworfen. Die haben sich ja unheimlich gut geschlagen gegen Hannover. Wie schätzt du denn die Mannschaft ein? Ja, das ist natürlich, wir sind ein bisschen hinterhergerissen. Wir haben ein Testspiel ja gegen Gummersbach gemacht, was sehr für uns sehr, sehr gut gelaufen ist. Und da müssen wir halt jetzt sehr gewarnt sein und das nicht als Maßstab nehmen, weil Gummersbach hat sich im ersten Spiel gegen Hannover, gegen eine vermeintliche Spitzenmannschaft, sehr, sehr gut präsentiert, waren auch sehr, sehr nah an einem Punktgewinn. Und ich glaube, da haben wir das wahre Gesicht von Gummersbach gesehen. Und deswegen gibt es von uns keinen, der hier irgendwas unterschätzt. Deswegen, wir sind einfach mega motiviert. Es ist ein Heimspiel, wir müssen das gewinnen. Wir wollen das gewinnen und ich glaube, wir können das auch gewinnen. Gibt es denn beim VfL Gummersbach einen oder vielleicht auch zwei Schlüsselspieler, auf die ihr ganz besonders achten müsst? Ja, ich meine, die Spieler sind ja alle bekannt mit ihren Stärken mittlerweile. Man kennt sich sehr gut, man spielt seit Jahren gegeneinander. Man muss natürlich bei Gummersbach natürlich die Torhüter erwähnen mit Pude und Lichtlein. Das ist ein sehr starkes Duo. Womit wir auch in dem Testspiel ein bisschen Probleme hatten, waren die Kreisläufer, die auch sehr stark. Ja, und eine Überraschung ist natürlich der neue Mann auf der Mitte bei Gummersbach, der Iraner. Sehr, sehr torgefährlich, sehr schnell, sehr unangenehm und man kennt ihn halt nicht so richtig. Deswegen, wir werden uns sehr gut vorbereiten müssen. Alles klar, also wir freuen uns auf jeden Fall richtig auf den Liga-Auftakt am Sonntag. Was möchtest du denn unseren Fans noch mit auf den Weg geben? Auch eine Menge, liebe Fans, wir brauchen jeden Mann zum Saisonauftakt. Wir freuen uns über eine volle Halle, über eine Bombenstimmung. Ich glaube, gegen Ende letzter Saison haben wir schon alle zusammen gezeigt, was möglich ist. Deswegen kommt in die Halle und gebt Gas. Wir brauchen Unterstützung und wir werden es euch danken. Ja, so sieht's aus. Am Sonntag um 16 Uhr ist der Liga-Auftakt der Saison 18-19. Wenn ihr dabei sein wollt, verlosen wir wie immer Tickets für das Spiel. Ihr müsst einfach die oben stehende Gewinnspielfrage beantworten. Ja, mit ein bisschen Glück gehören dann die Karten euch. Ich freue mich auf Sonntag. Bis dann. Tschüss.